Ah, der Wind ist schon bald vorbei und jetzt gibt es schon die Weihnachtszeit. Aber da fehlt du noch etwas zu ziehen, dass da mal etwas zu lachen hat oder wie. Der kleine Franzl ist mit der Mutter Wallfahrten gegangen. Da weg ist ihm ja schon zu weit gewesen, noch etlichen Stunden. Nachher sagt sie der Mutter. Lachen tat sie, wenn die Mutter Jesu jetzt nicht einmal daheim war. In der Kirche taut sie mich halt auch schon zu lange. Er fragt die Mutter, was bedeutet denn das rote Licht da vor dem Altar? Ja, das ist das ewige Licht, sagt die Mutter. Gell, einmal wird's wohl grün werden. Franzl betrachtet die Weihnachtskrippe. Lasst heimlich den heiligen Josef, stellt er am Ophir, in seiner Jagdentasche verschwinden. Und bald auch noch die Mutter Jesu in die andere Jagdentasche. Und noch ein nahm er das kleine Jesuskind. Stell dir einmal vor, so frech ist er gewesen in die Hand und sagt, ich wünsch mir zu Weihnachten ein Handy. Wenn ich das nicht bekomm, nachher siehst du deine Eltern nie wieder. Kannst du dir vorstellen, so frech ist der gewesen. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen vierten Adventsonntag. Und jetzt freuen wir uns alle auf Weihnachten und wünsche den Käppern's gut.